Für das vegane Spitzbubenrezept brauchst du 250 Gramm Pflanzenmargarine, am besten in Zimmertemperatur, 250 Gramm Mehl, 150 Gramm gemahlene, abgezogene Mandeln, so sind die Spitzbuben schön hell, 140 Gramm Puderzucker und 150 Gramm Marmelade nach Wahl. Ich habe hier Brombeermarmelade genommen. Nimm jetzt eine Backschüssel und gib die Margarine hinein. Dann das Mehl dazu. Ich siebe es gerne durch ein Mehlsieb, das bleibt aber natürlich dir überlassen. Dann den Puderzucker und die gemahlenen Mandeln. Übrigens kannst du das natürlich auch alles in einer Küchenmaschine machen. Ich knete den Teig einfach gerne von Hand. Jetzt die ganze Masse gut kneten, bis du einen richtig schönen Teig hast. Jetzt kommt er in eine Frischhaltefolie und mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank. Wenn du den gekühlten Teig jetzt aus dem Kühlschrank rausnimmst, heize deinen Ofen auf 180 Grad Umluft vor. Rolle nun den Teig auf ca. 3 bis 4 mm Dicke aus. Stäube dazu ein bisschen Mehl auf deine Arbeitsfläche. Nimm den Teig und rolle diesen mit dem Teigroller für dich aus. Bis der Teig für dein Maß passt. Für die Spitzbuben brauchst du zwei Ausstechförmchen. Ein großes für den Boden und ein kleines für den Deckel. Denn der Deckel braucht ein Loch. Wichtig ist, für jeden Boden auch einen Deckel auszustechen. Achte also ein bisschen auf deine Anzahl. Jetzt kommen diese für 6 bis 10 Minuten in den Ofen. In der Zwischenzeit kannst du natürlich den restlichen Teig verarbeiten. Sind die Plätzchen jetzt goldbraun gebacken, rausnehmen und anschließend auf einem Rost auskühlen lassen. Nimm jetzt deine Marmelade und mische sie ordentlich mit einem Löffel, damit sie eine weiche Masse ergibt. Anschließend nimmst du jetzt die abgekühlten Plätzchen und bestreichst diese mit der Marmelade. Setze dann auf jedes einen passenden Deckel. Jetzt noch ein wenig Puderzucker und voilà, deine Spitzbuben sind fertig.
Hat dir das Rezept gefallen? Dann schau doch auch unser Video zu den veganen Zimtsternen oder den veganen Vanillegipfeln. Viel Spaß!